Und das habe ich jetzt hier dran geklebt und jetzt bin ich mega gespannt. Oh mein Gott. Hey, ich bin's wieder, Kathi, und im heutigen Video geht's um magnetische Wimpern. Ich habe ja schon mal so ein Video hochgeladen, wo ich magnetische Wimpern von Wish getestet habe. Und zwar hat das ja nicht so gut funktioniert. Jetzt habe ich aber neue magnetische Wimpern. Wieso sage ich immer Wimpern? Wenn ich auf Wish aus bin, sage ich Wimpern. Nein, ich meine Wimpern. Auf jeden Fall habe ich diese Wimpern hier zugeschickt bekommen von Bentley und die können wir heute gemeinsam testen. Ich bin mega gespannt, ob ich es mit denen hier schaffe. Die sind ein bisschen anders aufgebaut als die damals von Wish. Und ja, ich habe gesagt, wir schauen da einfach mal gemeinsam hinein. Es gibt dort verschiedene, also irgendwie so dramatische und Sportwimpern und keine Ahnung was alles noch. Schaut am besten selbst auf der Website vorbei, die ist unten in der Infobox verlinkt. Und ja, ich habe gesagt, wir schauen da jetzt einfach mal hinein, wie das so aussieht. Oh, so sieht das Bäckchen aus. Hier steht eben Wake Up Make-up drauf. Und das ist so in Papier eingepackt. Das finde ich sehr süß. Schauen wir mal. Und hier haben wir sie auch schon. Hier steht eben Wake Up Make-up Good Morning drauf. Das heißt, es sind eher natürliche Wimpern. Und ja, schauen wir mal, was da so drin ist. Einmal haben wir hier das hier. Das ist, genau. Das ist so ein Teil, damit man eben sozusagen die Wimpern nehmen kann und dann direkt drauf geben kann. Das finde ich praktisch, denn das hatte ich damals bei Wish eigentlich nicht dabei, nein. Dann haben wir hier eine Anleitung. Spitze, die werde ich mir nachher noch genau anschauen. Und hier haben wir dann so eine Dose und da werden sich höchstwahrscheinlich die Wimpern drin befinden. Oh, und ein Spiegel. Ich zeige euch das mal, wie die so aussehen. Und so sehen die Wimpern aus. Da ist eben ein Spiegel drin und dann habe ich hier, das kommt glaube ich oben drauf und die sind dann eben unten sozusagen, da ist das Magnetstück dann jeweils immer dran. Aber wir probieren das jetzt einfach gemeinsam. Ich habe mich extra noch nicht geschminkt, also ich habe noch keine Wimperndusche um, damit wir das eben wirklich hier testen können. Schreibt ihr mir in der Zwischenzeit mal in die Kommentare, ob ihr schon mal magnetische Wimpern getragen habt oder noch nicht, würde mich mega interessieren. Und ja, ich schaue jetzt mal, genau. So, ich habe mir die Anleitung jetzt in Ruhe durchgelesen und am einfachsten wird es mit dieser Zange hier sein. Ich glaube, die ist leicht magnetisch, denn da kann man einmal die Oberseite dranlegen, einmal die Unterseite von den Wimpern und es einfach nur drauf drücken. Ich bin mega gespannt, ob es funktioniert. Ich werde es einmal auf diese Art probieren und einmal auf die andere Art und Weise, dass ich selbst hinlege und dann sozusagen die Magneten hier anpasse. Ja, beginnen wir einfach mal. Also hier befinden sich die Wimpern, die kleben da jetzt sozusagen schon dran. Jetzt kommt noch das Unterteil von den Wimpern. Ich zeige euch das dann gleich wieder. So sieht das jetzt aus. Also sie sind auf beiden Seiten, hier kleben überall die Wimpern, einmal die Ober- und einmal die Unterseite. Die Oberseite ist eben sozusagen das Ganze. Und die Unterseite besteht aus drei Teilen. So wie man hier drinnen sieht eben, das hier ist die Oberseite und hier sind dann so rechts, Mitte, links. Und das habe ich jetzt hier dran geklebt und jetzt bin ich mega gespannt. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was war denn das jetzt für eine? Die linke Wimper, genau. Fast, Leute. Außen und in der Mitte sitzt super, aber das innere Teil, das hat jetzt leider nicht das mit angenommen. Ich möchte es jetzt trotzdem einmal auf die andere Art probieren. Okay, außen hält schon mal. Dann haben wir das Mittelteil. So Leute, die erste Wimper sitzt. Ich habe mich jetzt doch für die rechte Seite entschieden. Links hat es jetzt nicht gleich auf Anhieb funktioniert. Und ich finde, wow, das ist mega der Kontrast gerade. Ja, das war jetzt wirklich einfach. Ich versuche das jetzt nochmal auf der linken Seite. Das heißt, ich werde das einfach hier oben dran halten. Nein, links will das nicht. Keine Ahnung warum. Und dann mache ich das Ganze jetzt hier nochmal so, dass ich mir das einfach hier anlege. Außen sitzt schon mal. Jetzt kommt die Mitte. Und jetzt kommt noch das letzte Innenteil. Jetzt funktioniert es hier mal wieder prima. Okay, also ich glaube, das ist... Und fertig bin ich auch schon. Also das sitzt ja jetzt wirklich
prima, rechts und links. Hier habe ich eine Wimper, die kommt weg. Und nun bin ich auch schon ready. Jetzt gibt es ein kleines Fazit mal dazu. Also ihr habt mir jetzt zugesehen. Ganz so einfach war das leider auch nicht, aber ich finde, es hat funktioniert und sieht definitiv besser als die Wish-Wimpern aus. Ja, was ich schade finde ist, also mit der Zange hat es für mich jetzt nicht so super geklappt, aber gibt bestimmt Leute, die mit dieser Zange einfach hier mit dieser Pinzette besser umgehen können als ich. Ansonsten finde ich es ziemlich praktisch, weil ich glaube, das war so bei den Wish-Wimpern war das nicht so, dass eben sozusagen die in drei geteilt waren. Und ja, ich muss hier jetzt noch ein bisschen greifen, weil es natürlich ungewohnt anfühlt für mich. Vor allem, weil ich nie irgendwie Fake-Wimpern trage eigentlich. Aber ich finde es ziemlich praktisch, weil so kann man irgendwie völlig auf Wimperndusche verzichten. Und ich finde es jetzt gerade voll der drastische Unterschied, weil ich hier irgendwie so, als wäre ich eigentlich ungeschminkt gewesen, gesessen bin und jetzt auf einmal voll die mega Wimpern habe. Bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr diese Wimpern findet. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!